Moin Moin und damit ein recht herzliches Willkommen zu einer langen, ja, wenn noch denn schönen Ruhrgebiet um die 2 bei der RSG. Schön, dass du dabei bist, schön, dass ihr euch entscheidet, dabei zu sein. Heute auf der kleinen Fahrt. Es gibt neue News dazu, neue, ja, wie soll ich sagen, ein kleines Revue, was die vergangenen 2 Wochen passiert ist. Vielleicht habt ihr es ja auch am Samstag mitbekommen, einen kleinen LS-Stream, den ich da veranstaltet habe. Und ja, habt Lust und Laune, mit dabei zu sein. Jetzt die Handbremse lösen. Perfekt. Weil da können wir nämlich auch schon... nämlich losfahren. Ja, wir sind nämlich heute auf der Linie 258 unterwegs, zur Richtung Margaretenstraße mit dem Gelenkbus, wie ihr schon vorhin gesehen habt. Nächste Haltestelle, Kärntner Ring. Ja, genau, vielleicht vorher noch. Ja, also wie gesagt, auf jeden Fall, es gibt ein paar neue News, ich wollte euch nicht vorenthalten, ein bisschen Veränderungen und, ja, es gibt so ein, auch einen kleinen Rat, den ich von euch brauche. Also ein bisschen sehr... eine kleine Hilfestellung bezüglich eigenes Team für YouTube schneiden, eigenes Team für... ja, mich mit anderen YouTubern quasi ein bisschen zusammen legen. Weil... ja, man könnte es eigentlich schon sagen, der Teilzeitjob, der wird gleich wieder so als Vollzeitjob mit drin sein. Und das ist halt schon richtig, richtig heftig, wie ich es halt finde. Ich mache halt momentan 125 Stunden. Ja, das reicht auch, um für meine Fixkosten für mich damit zu bezahlen, um auch ein bisschen was auf die Seite zu legen. Wie ihr habt ja vielleicht ein anderer bei YouTube mal mitbekommen, bei Twitch mitbekommen, dass ich neue Bildschirme am 32 Zoll Monitore am holen bin. Meine Smart TVs quasi sind schon weg. Und das Ganze jetzt schon ein bisschen aufnehmen. So, lassen wir mal die Fahrgäste rein, dann schnacken wir mal weiter. Guten Tag. Guten Tag. Tag, Tag. Ich glaube, ich brauche Preisstufe A. Ja. Oh, noch ein schönes Screenshot. Ach, die Heizung. Ja, ich glaube, die bleibt heute aus. Bekommen wir bitte Preisstufe A. Jupp. Oh, ist das kalt! Ja. Immer weitergehen. Guten Tag. Ja, weitergehen, weitergehen. Entschuldigung, mir ist das zu kalt. Hallo. Kann ich leider nichts dafür, ist nun mal so. Hallo. Ich habe in der Geschichte gelernt, dass die Eiszeit schon lange vorbei ist. Ja, kann ich auch nichts für. Ich hätte gerne eine Fahrkarte. So. Ja, perfekt. Fahren wir mal weiter. Perfekt. Ja, also wie gesagt, das kann ich es euch ein bisschen genauer erklären, so was die drei Säulen, was ich meinte. Zu einem, ich habe ja einmal das mit meinem Austragungsgeld, das ist quasi mein Lebensmittelgeld, die 172 Euro, die ich dazu verdiene. Ja, ich darf ja jetzt maximal bis 500 dazu verdienen. Und durch die Teilzeitjob, den ich da habe, habe ich monatlich von mir knapp, ja, es schwankt immer so zwischen 100 und 150 Euro. Das heißt, ich habe da so, ja, 550, 650 für mich zum Leben quasi. Oder was ich auf die Seite legen kann. So. Das sind quasi die zwei Säulen, die fix halt für mich sind. Jetzt momentan ist es auch wirklich so, dass die... 125 Stunden plus minus 2 Tage, also wir reden hier von 16 Stunden, mehr oder weniger ist. Hallo. Aber ich würde halt schon gerne mit YouTube
und Twitch halt schon die Einnahmen ein bisschen steigern, bewusst. Bewusst gesteuert, damit Einnahmen zu machen, dass ich irgendwann sagen kann, das zu finanzieren mit den LS-Server, mit den ganzen anderen Sachen. Also wie gesagt, ne, das ist halt so, was ich mir halt wünschen würde. Das ist halt auch so mein Traum, mein Ziel, irgendwann auch sagen zu können, ich mag einfach nämlich, oder ich kann auch einfach auch nicht mehr so viel stehende Tätigkeiten machen. Weil wir hatten ja schon mal das Thema, die Rückenschmerzen etc. Aber es ist einfach, bei mir ist einfach Fakt, dass es die psychische Belastung, dass ich nicht mehr als 125 Stunden oder 100, ja, wie gesagt, plus minus einen Tag am Tag nicht mehr erbringen kann, ne? Oder im Monat. Warte mal, das sind 16, 125, 16, 30, 146 Stunden. Ja, also da sind wir schon fast wieder bei dem Thema Vollzeit. Ja, und, na, lieber Omsi, das wird mir schon reichen. Also mehr geht auch gar nicht. Das heißt jetzt natürlich wieder hier, hey, kein Mimimi oder sonst wo. Ich will einfach nur damit sagen, ich habe für mich das jetzt Beste Mögliche auf dem ersten Arbeitsmarkt rausgebracht. Klar, ich war ein paar Mal Hartz IV oder Bürgergeld. Ihr wisst ja, habe ich auch mitbekommen. Aber ich sage euch ganz ehrlich, wenn du das nicht herausfinden tust, was für dich gut ist, kannst du dich nicht weiterentwickeln. Und das ist quasi auch mein wirkliches großes Ziel, ne? Also sich weiterzuentwickeln. Ich freue mich, wie gesagt, dem Fall, dass ich jetzt an dem Punkt bin und sagen kann, hey, ich mache mal Teilzeit mit 146 bis ab 125 Stunden aufwärts. Ich mache Samstag, Sonntag meine Zeitung, das passt so. Wie gesagt, Samstag natürlich streamen, Sonntag dann die Zeitung gemütlich austragen. Meine Freundin hilft mir dafür dabei schon. Grüße gehen raus, meine Liebe. Du weißt ja, wie das ist. Und da habe ich auch schon eine große, dicke Unterstützung an dem Fall. Ne? Also für mich ist halt wichtig, das Thema Zeitung austragen nimmt mir auch ein bisschen die, dass ich abschalten kann, dass mir einfach sagen kann, hey, Hallo. Das tut mir gut, ich kann mich mehr auf die LFM konzentrieren, ich kann mich auf gewisse andere Sachen einfach vorbereiten und sagen, hey, Großprojekte oder ja, einfach viel entspannter an gewissen Sachen einfach damit umzugehen. Oder auch ein bisschen mehr mich mit der Community zu beschäftigen. Was nämlich auch wieder gesehen habe, dass nämlich auch viele gegangen sind. Klar, es gehen welche. Aber ich finde es halt echt schade, wenn du gerade an einem Job hast, wie als Verkäufer, und einen gewissen Punkt hast, wo du sagst, okay, viermal in der Woche gehst du arbeiten, dafür hast du Samstag, Sonntag dein Job mit den Zeitungen. Und wenn du halt weniger Personal hast und sie auf dich zukommen und sagen, hey, wie sieht's aus, könntest du auch noch Sonntag arbeiten? Muss ich ganz klar sagen, nein. Verneine ich das. Das war nämlich auch so eine Entwicklung, wo ich nämlich gesagt habe, dass du einfach mal Nein sagen musst. Oder das lernst, oder ich zumindest lerne tue, Nein zu sagen. Erinnert euch, 2,5 Jahre vorher hatte ich ja auch noch bei der Tankstelle gearbeitet, bevor ich dann zur Bäckerei etc. übergegangen bin. Und da habe ich mich wirklich dann mit 168 Stunden im Monat als Vollzeit echt abgerackert. Also, koste es, was es wolle, auf die Psyche, ich wollte einfach diesen Job dann haben. Ja, es hat ja auch Vor- und Nachteile dann auch gebracht, ne? Es war ja auch toll, aber es ist ja auch leider so, dass sich dann das auch in gewisser Weise das dann auch mit Stream ausgewirkt hat, da mal weniger. Deswegen sage ich ja, würde ich von 16 Uhr bis 0 arbeiten. Es ist die perfekte Zeit, vormittags noch 4 Stunden zu streamen, ja, täglich. Was ja eigentlich so mein Ziel war. Ja,
als die 8 Stunden, weil würde ich 8 Stunden streamen, könnten wir 2 Spiele pro Tag quasi durchziehen. Ne? Ist da für mich eigentlich viel besser. Man kommt halt schneller voran in dem, was man halt geplant hat, aber ja. So. Irgendwie muss ich ja auch. Strom wird teuer, ab 1.4. wird bei mir auch wieder was erhöht. Ah, ist auch wieder so eine coole Sache. Was eigentlich ein Witz ist. Keine coole Sache, aber echt ein Witz ist. Daher, Teilzeitjob ist meine Stütze. Zeitung für die Lebensmittel. Also, für mich alleine 172 Euro, die ich verfuttern kann. Also, oder mit meiner Freundin was zusammen machen kann, dass man gemeinsam drüben im Stream ist, oder ich hier noch meinen Umbau finanzieren kann, was ja auch momentan gang und gäbe ist. Aber ich möchte halt auch, wie gesagt, das Ganze, das Stream und das mit YouTube quasi auch weiterhin weitermachen. Ne? So, dass vielleicht, ich kann nicht meinen ganzen Lebensstandard damit verdienen. Schön wär's. Aber Wir sehen es einfach mal realistisch. Ja, dafür müsst ihr jahrelang, das ist ein Vollzeitprojekt. Ja, also es ist ein Langzeitprojekt, kein Kurzzeitprojekt, ein Langzeitprojekt. Das will ich ja auch machen. Das heißt zwar jeden Tag, was wir so spielen, 1-2 Völkchen aufnehmen, dass wir dann ein Video haben, 2K, drunter gibt es halt nichts mehr. Also könnt ihr das einstellen, wie ihr das möchtet. Und ja. Aber das sind so meine drei Säulen, meine drei Jobs, wie ich sie nenne. Ja. Verkäufer als Teilzeit, Lebensmittel mit Zeitung und natürlich die Twitch-Einnahmen und YouTube-Einnahmen, falls das Ganze geht. Das wird gehen. Die ganzen Server, LS, ETS, also quasi was in Zukunft damit passiert, halt zu finanzieren. Ne? Und selbst bei mir noch Einnahmen oder von mir selber noch ein paar hundert Euro. Oder wie auch immer auf Twitch auf die Seite zu legen. Ah, es macht einfach Spaß. Ohne Worte. Da brauchen wir nicht so viel drüber rumzureden. Klar, das andere ist ja halt, ne, in den 2 Wochen, wo ich jetzt gestreamt habe, oder vielleicht gesagt seit gestern, ne, um mal kurz zu sagen, wann war das am. Lass mich mal kurz gucken. Da ist kein Datum da. So, am 9. März hatten wir ja den letzten Stream gehabt. So. Und wichtig war ja natürlich auch für mich, auch mal zu sagen, hey, hallo, ich lebe noch. Ne? Weil ihr fragt euch natürlich auch, hey, was ist mit dem? Ist bei dem noch alles klar? Mach mal ein D-Abo, ey, weil er auf einem mehr aktiv ist, klar. Du erzielst nur dann eine Community oder Zuschauer, wenn du aktiv bist. Hallo. Egal ob Video oder auf Twitch streamen tust. Was alle? Jawohl. So. Und das ist einfach Fakt. Ne? Das ist halt das Grundlegende. Klar, gibt es wieder Sachen, themenbezogen, was halt wichtig ist. Ne? Also, aber, ja. Das macht mir Spaß. Ich möchte es weiterhin machen. Und deswegen sage ich auch schon mal, denkt dran, Juni, Ende Juni, Juli, wenn die FarmCon wieder ist, dann könnt ihr mich auf jeden Fall antreffen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns sehen. Dass du und ich uns einfach mal austauschen können. Und ja. Deswegen wird sich da auch noch ein bisschen was tun. Ich fange jetzt mal langsam an, wieder ein paar Tagen. Mal wieder ein paar Videos zu bringen. Weil, wie gesagt, die Bildschirme oder das Equipment, was ich mir jetzt zusammenstellen möchte. Ich bin für jede Unterstützung bin ich echt dankbar dafür, das muss ich auch sagen. Auch wenn jetzt viele wieder weggegangen sind, finde ich schade, weil ich schätze
Ich schätze jede Rückmeldung, ich schätze jede Meinung sehr. Das sollte man auch ganz klar berücksichtigen. Wenn mir das halt mal nicht glaubt, ja, dann ist es halt so. Aber auch gerade mit der RSG, jetzt kommen wir auch wieder zum Thema. Mit der RSG, es wird weiterhin Videos geben, es wird weiterhin OMSI 2 Touren geben. Ich würde mich auch freuen, wenn wir gemeinsam wieder ein paar Aufnahmen machen würden. Justin hat mich ja vor gute, ja, jetzt sind schon 5 Tage her, gefragt, hey, wir müssen mal über den Betrieb reden. Ja, das stimmt, wir müssen mal über den Betrieb reden, gerade auch wenn ich gesagt habe, ich noch am Umbauen bin. Deswegen habe ich das Ganze notdürftig mir mein Equipment zusammengelegt, dass ich quasi jetzt nur über 2 Bildschirme gehe. Aber, ja, wie gesagt, ihr seid mir wichtig. Die Projekte sind bei mich wichtig und das Ganze möchte ich halt dann quasi auch nicht einfach liegen lassen. Also, auch wenn mir die Auszeit gut tat, gezwungenermaßen, ist ja auch, möchten wir ja auch den Betrieb ja auch gern weiterführen. Auch Leitstellenfahrt dementsprechend weitermachen. Aber ihr wisst grundsätzlich, was ich da auch gerade dazu meine. Also, so. Ja. Hab noch gerade eine Nachricht vom lieben Johannes LP gekommen. Der hat nämlich noch gefragt, wie es nämlich heute Abend aussieht. Am Sonntag. Also die Aufnahme, wo ich jetzt nehme, die ist jetzt für Montag quasi. Ja. Und für Montagmorgen, die rauskommt. Und deswegen freue ich mich immer wieder, wenn ich mit Johannes noch was machen kann. So, Gerd 89. Erstmal. Was? Ja. Die Hupe geht an dich. Viel Spaß bei deiner Schicht. Und ja. Wie gesagt, es ist ja. Ich möchte ungern das Projekt aufgeben. Deswegen. Hoffe ich einfach, dass ich die, wo jetzt wieder weggegangen sind oder die weg sind, dass ich die zurück erobern kann. Naja, jeder Zuschauer oder jeder Like, der da ist. Ne? Vielleicht schaffen wir es ja auch, dass wir in dem Video mal 10 Likes bekommen. Und einfach mal klein anfangen. Und ja, also wie gesagt, wir haben immer noch die Busse, die werden überarbeitet bei uns, die C2. Und ich versuche einfach mal die nächsten Tage einfach mit Justin noch mal ein bisschen drüber zu reden und an die Strippe zu bekommen, weil es momentan echt schwer. Aber ich kann ihn auch ganz verstehen, wenn du als Einzigster quasi für 2 Wochen fährst und du nichts in der Hinsicht kommunizierst und sagst, hey, es geht einfach nicht, was du da machst, gerade auch wegen der Leitstelle, dass du zwischendurch weg bist, ja, dann hast du halt wirklich die kurzfristig quasi kaputt gemacht oder was auch immer. Dann geht das halt nicht. Und mir ist halt wichtig, wenn man, oder was ich zurzeit auch stark verfolge oder wieder verfolgen möchte, ist einfach, wenn jemand OMSI 2 zockt, dass er auch quasi nebenbei auch streamen kann. Ja? OMSI 2 ist nicht ab 18, da kann jeder mitmachen. Ja? Auch wenn meine Streams quasi in gewisser Weise ab 18 sind. Aber gerade OMSI 2, LS, da ist für jedermann was dabei. Wie es halt bei ETS aussieht, ja. Ist halt ein bisschen so. Na, mein lieber OMSI, was ist denn heute los? Wollen wir heute wieder zicke-zacke, heu, heu, heu machen? So. Mal gleich mal gucken, wann wir weiterfahren dürfen. Good afternoon. Hello. So. Das passt. Das passt auf jeden Fall. Gut, so. Dann können wir mal gucken. Klein. So. Und das ab.
Abfahrt Goetheplatz 56. Ja. Da können wir da auch unser Päuschen machen. Ruhig, ruhig, Brauner. Schön langsam. Ja. Also ich hoffe, dass er auch wenigstens das Verständnis mitbringt, wenn halt mal ja, irgendwie Einnahmen erzielt werden müssen, um das Ganze zu finanzieren. Weil ein besonderer Punkt, das vielleicht für die, wo jetzt auch so ab 14 sind, kann ich euch nochmal empfehlen, beschäftigt euch mal auch ein bisschen mit der Zukunft, was ihr da so irgendwann Ausbildung, Job etc. habt, ne? Weil der Strompreis soll ja ab 1.4. soll er steigen. Ich zahle monatlich, sag ich ganz ehrlich, 60 Euro Strom. Ich finde es AMBW bin ich und habe meinen Ansprechpartner in Karlsruhe. Und die meinen, oh, es wird, wie gesagt, Herr Barth, der Strompreis erhöht sich. Sie sind ja schon bei 60 Euro. Neuer Preis ist bei 58,34 Euro. Ja, das ist eine Ironie, ne? Strompreis 58,34. Und ich bin schon bei 60 Euro. Ja. Aber, ja, Herr Barth, wir machen eine Erhöhung. Naja. Sollen sie machen, sollen sie damit glücklich werden. Aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall das Recht habe, mir mein Internet oder mein Stromanbieter auszusuchen, zu sagen, was ich zahlen will, was ich verbrauche. Ja, ihr hört da auch den starken Egoismus, das ist wirklich so, weil man muss heutzutage echt schon gucken, was nimmst du, was brauchst du, um Hallo. zu überleben. Und ich nehme da auch kein Blatt vor den Mund. Ich verweise mal auf das Video vom lieben Sivi, der HSV-Fan, von dem ihr mal bestimmt bei mir auf WhatsApp mit dem Amtsgericht das Video, was ich da mal geteilt habe, gehört habt. Und gewissen Sachen musst du dich auch wirklich wehren. Also es heißt, in gewisser Weise werde ich ein paar private Themen einfach mal ein paar Videos ausschlachten. Und deswegen auch den Rat an euch, oder den Rat, den ich suche, wie ich in gewissen Situationen oder mit manchen Situationen umgehen kann, um nicht wirklich böse auf die Schnauze zu fallen. Oder um zu sagen zu können, hey, pass auf, das hättest du vielleicht anders da regeln können. Vielleicht kannst du da noch was ändern, oder? Ja. Und deswegen bin ich auch sehr bedacht, mir mal in gewissen Sachen, einfach wenn ich unterwegs bin, auch in der Stadt oder so, ein paar Notizen zu machen. Weil unter anderem ihr wisst ja, ich mache ja meine Beziehung auch nicht großartig als Thema, aber selbst da gibt es auch Sachen, wo ich sagen müsste, ja, ich müsste mich da ändern, ich müsste was verändern. Oder ich möchte mich weiterentwickeln. Bei dem schönen Wetter könnte ich den ganzen Tag rumfahren. Ja, Mädel, es regnet, aber. Ja, Mädel, es regnet, ist ja auch klar, ne? Naja. Um sagen zu können, hey. Um mich einfach weiterzuentwickeln, ne? Weil das ist momentan echt, was ich momentan sehe. Ich entwickle mich weiter, es tut auch gut. Nur möchte ich halt, oder gerade auch mit der, ein schönes Beispiel mit der LFM zum Beispiel, dass das Simracing mich total in den Bann nimmt, ne? Ein ganz großes Thema ist natürlich die Hardware, ne? Also ich meine, wie gesagt, ich habe ja damals von jemanden einen Rig abgekauft. Einen Afferschein, bitte.
das Moser-Equipment bekommen. Ich kann das halt nur als Beispiel nehmen, weil es halt da jetzt aktuell ist. Und normalerweise passt man ja, Warnblinker aus, weiterfahren. Passt man ja auch da in ein paar Situationen halt einfach auf. Ne? Kaufst du gebrauchte Sachen, hast du wirklich deine Probleme. Der Schuss kann auch nach hinten gehen. Deswegen bin ich so auch sehr vorsichtig bei gebrauchten Sachen und halte mich eigentlich strikt immer daran, dass ich mir immer die Sachen neu bestelle quasi. Hier ist bei dem Bildschirm, die Halterung. Nächste Haltestelle. Und wenn du halt eine Community hast, wo dann sagt, hey, pass auf, ich habe was für dich, einen Rick etc. Deswegen sage ich, es ist nur eine Art der Kommunikation. Mehr ist das nicht. Und deswegen finde ich das auch so herzhaft an der Sache. Herzhaft, ja. Ist auch wirklich herzhaft. Wenn man gerade jemand denkt und einer auf dich dann zurückkommt. Sagt, hey, pass auf, ich habe was für dich. Ja. Und ich möchte halt auch in dem Fall auch in Zukunft da auch mal was zurückgeben. Ob es im Stream bei jemandem ist mit einer 10er Sub-Bombe oder wo ich sage, hey, pass auf, das sieht super aus. Oh. Wieso ein Gewinnspiel? Ich wollte schon gerade sagen, was ist denn jetzt los? Ja, nee, tut mir leid, ich kann an keinem Gewinnspiel mitnehmen. Ich habe sowieso kein Glück. Wie ich drauf komme? Naja, wenn der... Man sagt immer, oder ich krieg öfters den Spruch... Ich krieg öfters den Spruch an den Kopf, ich habe mehr Glück als Verstand. Es ist wirklich so. Mir passieren in letzter Zeit auch oft Situationen, wo ich eigentlich hätte was regeln können. Oder mir ist was aufgefallen und es hat sich dann zumal für mich als positiv entwickelt. Ihr kennt es bestimmt, einfach so solche Zufälle. Und wo dann heißt, ja, da hast du mehr Glück als Verstand gehabt. Naja. Kirmes, Lotto, zum Beispiel diese Glückslose etc. Ich mach das schon gar nicht, weil ich mein Glück nicht herausfordern will. Das habe ich noch nie. Also Glück ist für mich eigentlich ein kostbares Gut, weil man... Mir ist nämlich öfters mir Mama mein Leben gerettet hat. Guten Tag. Hallo. Ja. Aber ich denke, das ist ein anderes Thema für mal ein anderes Video, weil ich will euch ja nicht die ganze Zeit voll zulabern. Naja, aber mir war es erstmal wichtig auch zu sagen, was in den letzten 2 Wochen oder in den letzten Monaten einfach mal los war, da ich halt... Viele finden es ja auch gut, sagen mir das auch im Stream. Hey, der Bart arbeitet wieder, das ist toll. Klar möchte ich auch jetzt mal um den Kernpunkt anzusprechen. Klar möchte ich Einnahme generieren. Klar möchte ich auch irgendwann sagen, hey, ich habe bei YouTube so viel Arbeit rein investiert, dass das mir Spaß macht. Es macht auch wirklich Spaß, wenn ich jedes Mal sehe, wie ein schönes Beispiel, Real-Life-Trucker, Real-Life-Busfahrer oder Straßenbahnfahrer sich die Mühe machen und sagen, hey, pass auf, ich nehme da jetzt mal einfach die letzte Tour einfach mal auf, wo ich mir dann abends einfach angucke. Oder wie ich zum Beispiel letztens die Ausbildung mit der RNV mit als kleines Video mit reingenommen habe. Dafür, wie gesagt, kriege ich ja kein Geld für die Modernisierung oder den ganzen Kram. Aber mir macht es einfach Spaß, um auch Leute zu zeigen, hey, pass auf, das sind Leute, da gibt's Ausbildungsplätze, nimmt's mit. Ja, das mache ich einfach, weil mir das Spaß macht. Ja. Nicht um zu sagen, hey, da könnte ich was dran verdienen. Nee. Also wenn ich was dran verdienen würde, wäre das wieder halt so ein anderes Thema. Wirklich Einnahmen zu generieren, das ist wirklich so, was halt Livestream so ist.
Also, klickt auf die Donations, lasst mir ein Sub da oder vor allem diese Kanalmitgliedschaft. Oder auf YouTube hast. Ich meine, ja, ist toll. Manche haben ja auch kein Twitch, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Daher will ich das halt auf beiden Plattformen halt quasi machen. Aber wichtig ist halt auch wirklich, dass das halt auch klappt. Dass ich sagen kann, das können wir regelmäßig machen. Ich sehe da was, das was kommt. Einmal bitte. Guten Tag. Freistufe A, bitte. Ja, gerne doch. Danke. Weil so wie ich das zum Beispiel sehe, kannst du, wenn du Kanalmitglied bist, du bei 4,99 € und bei Twitch bist du bei 3,99 € für ein Sub. Also für ein Monatsabo. Jetzt hast du natürlich deine 10 Kanäle, die du abonniert hast, kein Kanalmitglied bist und natürlich, ja, vielleicht hat er ja eine gute Unterhaltung oder du machst 3,90 €. Naja, du gibst, warte mal, 12 € im Monat. Für ein Sub, für die Subs auch, für die Kanäle, die du am Folgen bist. Und auf dem Kanal bei YouTube gibst du 15 € aus oder 20, 25 € aus für so und so viele Kanäle. Ich meine, ein Erwachsener bitte. Das sind halt 20 kleine Quellen, die man halt also wie gesagt, kleine Einnahmequellen. Aber dadurch habe ich auch die ganzen Emotes, die ganzen Server damit finanziert. Für mich als Eigenanteil, naja, brauche ich nicht wirklich. Also, es ist ja auch was für den Kanal, nicht für mich. Oder für einen guten Zweck. Da kommen wir wieder schon wieder auf das Thema zurück mit den 3 Säulen, ne? Oder mit den 2 Säulen. Teilzeit und den... Mit dem Einnahmen der Zeitung, wo ich mal meine Lebensmittel damit verdiene. Mehr brauche ich nicht. Ich bin safe. Aber ich möchte was für andere tun. Mit dem Zocken, mit dem Live-Talk, mit dem Ganzen. Gemeinsam statt einsam. Das ist mein Slogan. Nächste Haltestelle. Berliner Straße. Gemeinsam live zu sein, einfach. Und das ist auch, was ich ganz klar vertrete. So, klappt der Warnblinker nochmal an. Steigen Sie aus, steigen Sie ein. Und ich habe jetzt meine Grundbasis, was Videoschneiden und Aufnehmen ist, eigentlich gefunden. Ja, ich mag auch nicht so großes Schnickschnack einfach drin zu haben. Weil, ja, mit der Kamera, so wie das jetzt ist, oder wie wir es damals getestet haben, ist es schon was Tolles. Ein bisschen Hintergrund dazu. Von No Copyright Sounds, da gibt es ja sehr viele Sachen. Ja, also wie gesagt, da war ich ja damals im Netzwerk oder jetzt auch wieder in das Netzwerk, wo ich reingehen möchte, mich ein bisschen austauschen möchte, weiterkommen möchte. Mich weiterentwickeln will. Oh, das ist eigentlich der... Wenn ich halt sage, weiterentwickeln, das heißt natürlich auch mein Internetanbieter, den ich jetzt habe, denn der wird auch der nächste dann gecancelt. Weil wie gesagt, ich habe zwar eine Kapazität, dass ich 1080p streamen kann, aber ich möchte halt diese Internetabbrüche, bei 1&1. Ich meine, hier auf dem Flachland, da läuft 1&1 wirklich gut. Ja, das ist wirklich, habe ich auch da mal geguckt, aber nein, es ist manchmal so, wie soll ich sagen, echt schwer, Sachen zu finden,
die du auch gebrauchen kannst oder umsetzen kannst. Ob es jetzt Internet ist, ob es ein Handy ist, mit dem IRL-Stream zum Beispiel. Ja, bei meiner Freundin, die hat Vodafone. Ne, Multimedia oder Vodafone? Vodafone. Ja, sie sitzt gerade bei mir links hinter mir. Ja, genau. Also das sind auch so ein paar Sachen, wo die einfach auch nicht funktionieren. Also selbst da muss ich halt immer noch helfen. Aber ich denke, ein paar persönliche Sachen, wo ich sage, da könnte man gerne drüber reden, die schlachte ich gerne aus. Das sind auch sehr interessante Themen, muss ich auch sagen. Weil ich sage ganz klar Nein zur Gewalt. Ich sage ganz klar, distanziere ich mich von irgendwelchen Terror zu machen, wie es hier momentan gerade ist, aber das ist ein Thema für ein nächstes Video. Nächste Haltestelle. Martin Luther Kirche. Aber ja. Weil selbst die Polizei kann da nichts machen. Und das ist das, was ich eigentlich der nächste Mal. Oder wo ich quasi Hilfe brauche, wo ich jetzt mich jetzt quasi an die Community, an die Zuschauer, an die, wo das dann sehen, dran wenden möchte. So, aber wie gesagt, ich habe viel gelabert im Hintergrund. Meine Freundin hat genossen. Gesundheit, Maus. ja. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, dass ihr mal ein bisschen einen Einblick bekommt, wie es gerade bei mir hinter den Kulissen ist. Manche würden zurückschrecken, oh Gott, was redet ihr denn da? Oder wie etc. Nein, es ist wirklich so, wie es ist. Ich habe da auch keine Probleme damit, weil ich einfach mal sagen will, oder so wie es gerade mal bei Diesel TV abgeht, der hat jetzt heute auch nochmal am Sonntag ein Video rausgebracht, wie es bei ihm weitergeht, dass er den Job an den aufhören möchte, weil er einfach keine Lust mehr hat auf LKW fahren. Ich kann es voll und ganz verstehen. Ich finde es auch wirklich in vielen Sachen echt krank, was unser Staat mit uns macht, selbst die eigenen Landsleute, wo du gucken musst, wo du bleibst. Dass keiner mehr Bock hat zu arbeiten, sondern sich einfach nur noch sich vom Staat bedient. Ja, das habe ich auch getan, aber ich habe die Chance genutzt, um das alles hier weiter voranzukommen. Ich habe gearbeitet, ich habe mich weiterentwickelt. Ich bin jemand, der kann nicht auf der Stelle bleiben. Hallo. Denn er möchte sich weiterentwickeln. Gemeinsam statt einsam. Ach Gott, ich hätte ja eigentlich noch den Kontrolleur mal starten sollen. Na komm. Fahren wir nochmal langsam mit großen. Ach, so viel sind auch wieder nicht drin. Vor lauter Gelaber. Ah ja, aber es war auch mal wichtig davon, ein bisschen was zu berichten. Ein Schwarzfahrer, ja. Haben wir gut gemacht, gut erwischt. So, genau. Ja, also meine Lieben, ich habe mal ein bisschen was von der Seele geredet, was mir gut tat. Ich hoffe, dass ich auch ein Video von dir anschauen kann oder ansehen werde, was dir auf der Seele brennt, wo ich dir auch helfen kann oder wo du einfach sagst, hey, ich habe einfach mal Bock, ein bisschen zu gucken, Spaß am Fahren zu haben. Das würde mich auch sehr, sehr, sehr freuen. Oder wenn wir uns auf einer schönen Strecke bei OMSI2 freuen, auf ETS2 Multiplayer, oder du sagst, hey, der Typ, der gefällt mir, ich möchte bei dem in die Community beitreten, dann darfst du gerne auch unten bei mir im Discord den Link draufklicken.
Oder wenn du sagst, ich würde auch gerne mit dir gemeinsam Videos machen, freue ich mich gerne. Ich wünsche euch noch einen schönen Start in den Montag, auch wenn heute Sonntag ist. Lasst euch nicht ärgern. Bis zum nächsten Mal. Euer Bartalo. Ciao, ciao.